Willkommen zurück auf meinem Kanal zu meinem zweiten Video. Und die Adventsserie geht weiter mit unseren Adventmärkten. Heute habe ich mir den Adventmarkt in Purkersdorf ausgesucht. Das ist eine kleine Stadt am Rand von Wien, also es gehört noch zum Speckgürtel von Wien. Man fährt von dort einfach 10 Minuten nach Wien rein. Es ist trotzdem ein wahnsinnig drastischer Unterschied zu Wien. Also ja, wir werden das am Adventmarkt eh sehen, wie unterschiedlich Schönbrunn und Purkersdorf jetzt eigentlich sind. Ich kenne den Adventmarkt schon, ich war dort schon ein paar Mal. Wir werden uns jetzt trotzdem ein paar Fakten für euch anschauen, damit ihr euch ein bisschen auch auskennt. Der Adventmarkt ist am Hauptplatz in Purkersdorf, direkt bei der Kirche. Das ist nicht sonderlich groß. Das ist auch das Zentrum von Purkersdorf. Da geht, also viel mehr passiert in Purkersdorf eigentlich nicht außer der Hauptplatz. Oh, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Muss mich kurz sammeln, mein Spickzettel. Der Adventmarkt ist von 22. November bis 22. Dezember immer Donnerstag bis Sonntag. Das heißt nie die ganze Woche und es ist immer nur bis 20 Uhr Programm. Das heißt, ab 20 Uhr sperrt dort alles zu. Manche Bundesländer haben länger offen, muss ich sagen. Das trägt echt zur guten Stimmung bei, weil ich will schon auch noch nach 20 Uhr einen Punsch trinken können. Ja, die Besonderheiten dort sind, es gibt vor allem einen Eis auf Platz, ein musikalisches Programm. Als Begleitung kann man davon halten, was man will. Ich finde es ganz nett. Und es gibt 30 Stände. Wie auch in Schönbrunn gibt es dort Essen, Trinken, handwerkliches Zeug. All das, was es auf einem Adventmarkt gibt, nur in viel, viel kleineren Ausmaß. Wie gestern auch, werden wir jetzt ein bisschen mit den Leuten reden, sie fragen, wie sie es dort finden und auch den Punsch testen. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich wieder am Adventmarkt in Purkersdorf sehen. Bis gleich. Heute am Samstag sind wir hier am Purkersdorfer Adventmarkt. Das ist so eine schöne Mischung zwischen Stadt und Landland. Das heißt, wir sind jetzt nur am Land. und das wird so ablaufen wie gestern auch. Wir werden die Leute ein paar Sachen fragen und schauen, wie die allgemeine Stimmung so ist. Und uns den Adventmarkt im Allgemeinen anschauen. Das Angebot, den Punsch und es auch selber probieren. Gehen wir! Ich habe jetzt da drei nette Burschen getroffen, die in einem Stand arbeiten und ich werde sie jetzt ein paar Fragen fragen zu dem Stand. Warum macht ihr das genau? Weil es Spaß macht. Und wir haben nichts Besseres zu tun. Von was für einem Verein ist der Stand? FC Purkersdorf. Und seid ihr bei dem Verein? Ja. Das heißt, ihr spielt Fußball? Ja. Trinkt ihr doch selbst? Okay, never mind, du trinkst gerade einen Punsch. Wie viel? Okay, das heißt, ihr trinkt nur Kinderpunsch? Ja, natürlich. Und ihr nehmt das natürlich sehr ernst? Ja, als Sportler darf man kein Alkohol trinken. Wir müssen sehr professionell arbeiten. Verstehe. Okay, habt ihr noch irgendwas zu sagen, wie ihr den Adventmarkt so findet? Allgemein? Ja, super, aber Purkersdorf Stand ist der Beste. Das stimmt, da kann ich ihm recht geben. Das heißt, ihr wollt jetzt eigentlich nur Promo machen für euren Stand. Das stimmt nicht, aber es ist trotzdem der beste Stand hier. Ja, wir können es machen. Nur so nebenbei halt. Nur so ganz subtil nebenbei. Ja. Okay. Und ihr steht komplett hinter dem Produkt, das ihr verkauft. Hinter dem ganzen Punsch, der ist gut. Nein, davor. Also ich kann nur sagen, aus Erfahrung, ist guter Punsch. Ja. Ist guter Punsch. Okay, ihr habt sie gehört, es ist guter Punsch. Im Purkersdorf. Also ich bin jetzt hier mit Jakob, Lars, Leon,
komm, es macht nur einer, du Idiot! Da komm, Mann, Junge! Wir sind hier im Pokerstore. Komm vorbei. Immer. Also, das ist sehr angenehm, weil ich musste nicht mal auch nur irgendeine Frage stellen, er hat schon geredet. So, gut. Fangen wir immer mit den Fragen an. Seid ihr öfter da? Ja, also eigentlich jedes Jahr. Jedes Jahr, einmal, zweimal? Ja, ja. Also, es kommt auf die Jahreszeit an. Also, im Winter sind wir hier. Also immer so. Wie findet ihr den Punsch hier? Also ich finde es sehr interessant, weil es kommt auf die Mischung an. Auf die Mischung? Also es kommt auf die Mischung an. Also ja. 90% Rum und 10% Punsch. 90% Rum und 10% Punsch. Das heißt quasi, ihr seid da, um Alkohol zu trinken? Nein, wir konsumieren keinen Alkohol. Sehr interessant hier. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Okay, ja, zieh sie an. Sehr gut. Nichts getrunken. Haben wir bitte jetzt fort mit dem seriösen Interview. So, gut. Konzentrieren wir uns wieder alle? Passt. Sehr gut. Wie findet ihr den Adventmarkt im Allgemeinen so? Es kommt auf den Adventmarkt an. Was? Sag bloß. Okay, wir müssen das kurz abbrechen. Es ist gerade in einem Eskalationsstadium. Es eskaliert so sehr. Wir müssen gehen. Ich bin jetzt vom Pokersdorfer Adventmarkt wieder zurück. Ich habe mich jetzt ein bisschen aufgewärmt. Es war arschkalt. Es tut mir sehr leid, dass wir nur zwei Videos haben, weil die drei Herren haben nicht aufgehört zu reden. Aber ich glaube, wir haben einen schönen Eindruck bekommen, wie es in Pokersdorf so abläuft. Also es haben alle sehr viel Spaß, vor allem weil die Punschstände ein bisschen länger offen haben. Mein Fazit ist einfach, es ist so eine heimelige Atmosphäre. Und ich finde einfach, es zahlt sich aus, hinzukommen. Die Punschpreise sind ein Wahnsinn. Ich meine, ein Punsch um 3 Euro, was will man mehr? Ohne Hefeleinsatz. Es schmeckt gut, es gibt was zu essen, es gibt einen Eislaufplatz. Sie könnten ein bisschen länger offen haben, aber sonst habe ich da echt überhaupt nichts auszusetzen. Das war mein Fazit zum Adventmarkt in Pokersdorf. Wir sehen uns dann morgen am Adventmarkt in Gablitz. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist dort, wo ich wohne. Also das ist quasi mein Heimat-Adventmarkt. Also ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video.